Ja. Ja, wenn ich heute sterb, wenn das hier mein allerletzter Song wär, wenn wir uns ab heute nicht mehr sehen, ich frag mich, würde ich all die ganzen Sachen machen, die ich gerade mache, wenn ich wüsste, dass ich heute Abend gehe. Keine Ahnung, worin investiere ich eigentlich meine Zeit, wenn Geld macht, Image und all das hier nicht mehr bleibt. Ich arbeite und arbeite, drehe mich nur im Kreis, weil der Ehrgeiz mich treibt in die Sinnlosigkeit. Ja. Was, wenn ich mein ganzes Leben blind war? Was, wenn es viel mehr gibt, als ich seh, wenn ich heute geh? Was wird dann eigentlich zählen, wenn ich heute geh? Irgendwann ist es zu spät. Alles, was ich gebe, ist am Ende vergänglich. Ich habe gelebt, doch war ich auch lebendig, wenn ich heute geh. Was wäre der allerletzte Satz in meinem Tagebuch? Wer wäre der Mensch, an den ich denk beim letzten Atemzug? Ich würde gern sagen, dass ich keinen Tag verschwendet habe, doch jedes Jahr rinnt wie Sand durch meine Hände gerade. Ich würde sterben dafür, um das zu verstehen, was ich längst schon weiß, dass am Ende alles geht und nur die Liebe bleibt. Und damit ich dann am Ende nichts bereue, no, setz ich meine Prios heute neu. Heute neu, yes! Was, wenn ich mein ganzes Leben blind war? Was, wenn es viel mehr gibt, als ich seh, wenn ich heute geh? Was wird dann eigentlich zählen, wenn ich heute geh? Glaub mir, irgendwann ist es zu spät. Alles, was ich gebe, ist am Ende vergänglich. Ich habe gelebt, doch war ich auch lebendig, wenn ich heute geh. Sind wir einmal ehrlich, eines Tages wirst du sterben. Deine Zeit, sie ist begrenzt und es bleibt nichts von dir auf Erden. Und was bringt dir dann dein Geld, wenn der Tod ist nicht bestechlich? Du wirst vor dem Schöpfer stehen, im Innern weißt du, dass es echt ist. Bruder, alles, was du gerade für wichtig hältst, ist dann egal. Dieser Gott ist sowas von real. Ich sag das nicht, um dich zu schocken, sondern nur, um dich zu wecken. Aber Gott will dich nicht richten, nein, er kommt, um dich zu retten. Und egal, was du getan hast, man erreicht dir seine Hand. Also suche ihn, solange du noch kannst. Er hat dir längst vergeben, es gibt keinen Grund für Angst. Jesus starb für deine Schuld, damit du Ewigkeit erlangst. Amen. Ja.